fahren raus aus Inverness nach Grantham-on-Spey. Ja, das habe ich immer gemacht. Ja, wir sind hier total in der Pampa. Es ist so endlos geil. Weit und breit nichts außer Landschaft. Außer natürlich dieses paar Kraftwerke da, aber ist egal. Sonst ist das hier einfach sehr, sehr edel. Wir sind in Grantham-on-Spey. Ab jetzt beginnt unsere 7-Tages-Tour durch die Wildnis. Und so sehen wir aus an Tag Nummer 1. Ich habe jetzt schon einen Wolf. Und geht's mit dem Rucksack? Ja. Also die sagen hier vor den 70er Jahren, sind hier sehr viele Weizen gewachsen für die Vögel, die hier sind, und das ist jetzt zurückgegangen und dadurch sind auch die ganzen Vögel hier ausgestorben und deswegen bauen die jetzt hier extra Weizen für Vögel an. Ah ja, und das erklärt den Traktor hinter uns. Wahrscheinlich. Sieht aus wie eine Hütte, ne? Sieht man sehr schön die rote Farbe des Flusses. Wir sind in Navy Bridge angekommen und haben auch schon ein Lokal gefunden, wo wir uns jetzt reinchillen und ein Bier holen und unsere Wasservorräte auffüllen. Ja, nochmal richtig schön Luxus, futtern und Bier trinken, sehr geil. Aber man muss schon sagen, es war jetzt eine recht entspannte Tour, die 10 Kilometer nur, fast 0 Höhenmeter. Aber es geht doch ganz schön in die Schultern und ganz schön in die Füße. So, das ist die Navy Bridge. Und es geht jetzt weiter planmäßig. Außerplanmäßig geht es doch noch etwas weiter. Normalerweise würden wir jetzt unser Camp da vorne aufschlagen. Aber wir gehen noch etwas weiter durch den Wald zu einer Lichtung, wo wir dann unser Zelt aufschlagen. Weil das ist hier der Abathy Forest. Ja, Abathy Forest. Ja, wir haben uns ein klein wenig in diesem Wald verlaufen, beziehungsweise wir finden einfach diese Lichtung nicht, auf der man links abbiegen muss, um zurück an den Waldrand zu gelangen und zurück an die Spey zu kommen.
Macht aber nichts, weil auch dieser Weg uns einfach nach Süden führt und wir letztendlich eh wieder an unserer Straße rauskommen. Deswegen haben wir gedacht, alles was wir brauchen ist ein bisschen Wasser, damit wir uns waschen können. Und der Plan ist, ich werde mich jetzt eine Dusche bauen und der Robin baut hier schön mitten im Wald das Zelt auf. Gangster. Da haben wir unseren Wasser, unsere Dusche. Tja, das ist unser Camp. Deluxe mit Gothic-Musik. Besser kann dieses Lied gar nicht passen. Ja, also für das erste Camp mitten im Wald, es ist ein unbeschreiblich geiles Feeling. Wir sitzen hier wirklich, wirklich komplett allein, irgendwo sehr, sehr tief im Ebony Forest. Die Sonne ist gerade untergegangen. Und wir hören epische Musik, trinken Tee, haben sehr guten Whisky und Musik, dank Stefans Box. Ihr geht's übrigens gut. Ja. Jetzt noch. Was soll ich sagen? Geilstes Urlaubsfeeling seit langem. Der Robin hat sich jetzt verzogen, ich mich auch, weil es ist einfach ganz gut. Man braucht dann doch ein bisschen seine Privatsphäre oder seine Einsamkeit ein bisschen so für sich selbst, um nachzudenken oder einfach mal alleine zu genießen. Das kann ich absolut verstehen. Ich habe das auch versucht, bin hier ein bisschen lang gegangen, habe den Sonnenuntergang mir angeschaut. Es ist ein geiles Feeling, hier zu sein. Allerdings ist es im Wald zu campen auch ein bisschen eine Herausforderung, weil es gibt hier Mücken, es gibt hier Spinnen. Und es gibt hier, Zecken. Und Robin hat auch schon Zeckenbiss abgekriegt. Ich hoffe, da wird jetzt nichts weiter Schlimmes draus. Ja. Ich habe versucht, hier draußen ein bisschen meine Gedanken zu sammeln, meinen Vater zu gedenken. Es ist mir aber nicht gelungen. Es sind hier sehr viele Mücken. Das ist echt ziemlich extrem. Trotz des geilen Mückenmittels kommen die trotzdem. Und ja, ist trotzdem hier eine geile Erfahrung. Es braucht einfach noch ein bisschen mehr, bis ich das wahrscheinlich hinkriege. Wir haben ja gerade erst angefangen. Ja, sind jetzt hier nachts im Zelt. Der Wald ist stockdunkel und gruselig. Haben hier den Schlafsack, den neuen, von Blex. Ich mache mal das Licht aus, damit ihr seht, wie dunkel es eigentlich ist. Was war das?